So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren oder zum, ich glaube, dritten Part muss das sein, von meinem aktuellen Slay the Spire Dawnfall Mod Run mit dem Champ als Charakter. Ich gehe mal auf Continue, so. Mit dem Champ als Charakter. Falls ihr keinen Plan habt, was das hier gerade für ein Run ist und ihr die vorigen Folgen nicht gesehen habt, dann liebt gerne einfach einmal hier oben rechts auf das kleine viereckige Kästchen klicken, was da gerade erscheint. Es sei denn, ihr habt die Annotations ausgeschaltet, aber ja, da erscheint ja gerade hier so ein Kästchen und dann kommt ihr da schnurstracks, wenn ihr darauf klickt, direkt zurück zum ersten Part dieses Runs. Den werde ich da verlinken. Anyways, ja, genau. Current Stance Berserker. Ich muss sagen, das ist. Die letzten Parts hab ich das noch gar nicht angemerkt. Aber ich glaube, das ist der erste und einzige Charakter, bei dem die ganzen Stance und Informationen hier permanent angezeigt werden, oder? Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, ob das bei den anderen Charakteren so war. Ich glaube nicht. Ich meine, die anderen Charaktere hatten auch, glaube ich, keinen Stance im eigentlichen Stance-Sinn, ne? Sondern immer nur so, ne? Hier der Hexagorst hier mit seinen Flammen und so weiter und so fort. Anyways, ja, es ist das erste Mal, dass das dieses. Oder der einzige Charakter, bei dem diese drei Fenster hier, diese Informationsfenster permanent angezeigt werden, was haben wir sind. Ansonsten sind es immer nur so Kontext-Clues, Kontextfenster. Aber gut, so, ich glaube, der Plan war es, wir haben 5 Energy, wir haben 1, 2, 3 und wir haben 5. Okay, ja, gut, dann spielen wir einfach alles, würde ich sagen. Wir spielen alle Karten. Primär spielen wir aber einfach alle Karten, um die Technikeffekte davon zu triggern, damit Murder Strike billiger wird und mehr Damage macht. Das ist der Kerngedanke dahinter. Jetzt haben wir den Enemy Turn. Und wir befinden uns gerade in einem Merchant Fight. Ich glaube, das ist relativ obvious, dass wir gerade viele Merchant fighten. So. Ja. Was machen wir jetzt als nächstes? Murder Strike könnten wir sogar schon spielen jetzt. Theoretisch gesehen natürlich nur. Praktisch gesehen ist das so eine Sache. Choose a stance to enter fetch a finisher from your draw pile. Wir hätten hier Moment of Truth aktuell als Finisher auch. Alternativ quasi. Aber ich glaube, wir wollen mit Windup jetzt in die Defensive Stance, weil wir ansonsten nicht so wirklich viel Defensive kriegen können. Jetzt spielen wir gleich erstmal Rapid Strikes, würde ich sagen. Dann noch den Strike hier, der jetzt free sein müsste. Oha, Murder Strike ist free stattdessen. Okay, interesting. Stimmt, Murder Strike ist ja auch eine Strike-Karte. Aber 25 Damage ist mir jetzt halt eigentlich noch nicht genug, ne? Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich den Strike gerade kriege, damit ich Murder Strike noch ein bisschen länger. Oder bleibt die Karte jetzt free? Wie lange ist die free? Wait, I have to check this. This is important. This turn. Okay, also danach kostet die Karte gleich wieder mehr Energy. Ja, wir werden die aber trotzdem jetzt nicht spielen. Wir werden die trotzdem jetzt nicht spielen. Wir spielen jetzt einfach nur Iron Fortress und spielen jetzt als Finisher Bring It On, weil wir den Block einfach brauchen. Und gehen dann mit 13 Block plus 12 Block, was, glaube ich, genau genug sein dürfte. Und 10 Punkte Counter auch noch. So, that's rather nice. Da hinten ist jetzt hier der Freund. Und wenn ich sage Freund, meine ich mit der Gegner. Und eliminiert damit seinen verbleibenden restlichen Block. Ich glaube, Iron Fortress nochmal zu spielen bringt mir jetzt hier nichts mit dem Combat. Tatsächlich. Mit Stance Dance kommen wir jetzt nochmal in Stance rein. Okay. Leider haben wir keine andere Karte, die Murder Strikes nochmal upgraden würde. Wir brauchen dafür Technikkarten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die defensive Stance. Upgraden jetzt mit Gut Punch auf die offensive Stance. Skillful Dodge brauche ich nicht. Iron Fortress haben wir auch nicht mehr brauchen, weil er mich jetzt nicht mehr angreifen wird, ne? Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch perfektes Strike. Für 23 Damage. Die Frage ist, ob wir jetzt hier Moment of Truth spielen wollen oder nicht. Die Antwort lautet, ich guck mal kurz. Wir haben noch zwei Karten, mit denen wir in eine Stance reinkommen könnten. Die hier und die hier. 2 von 10 ist jetzt nicht allzu viel. Deswegen, wir ziehen 5 davon. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal sicherheitshalber in der Stance drin. Moment of Truth können wir gleich immer noch spielen. Das kostet eh keine Energie. Und I guess wir können die restlichen Karten jetzt auch noch spielen. Iron Fortress. Und Skillful Dodge. Aber warum nicht? Machen wir das einfach mal. So, und ja, wir haben Taunt zurückgezogen. Und die andere Stance-Karte haben wir auch noch gezogen. Aber beide haben einen Tech-Effekt, ne? Einen Technik-Effekt. Das heißt, wir werden versuchen, alle davon zu spielen. Oh, die haben alle. Wir haben so viele Technikkarten gezogen, aber ich glaube, wir können nicht alle spielen. Oder? Moment, wenn ich 4 spiele. Wenn ich 4 Technikkarten spiele, kostet Murder Strike gar nichts mehr, ne? Nevermind. Wir können das sogar machen. Glaube ich. Ich glaube schon. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir das mal genau machen. Wir wollen so wenig wie möglich countern. Wir wollen möglichst viel Vigor kriegen, ne? Ja. Ja. Whenever you enter stance, gain 3 Vigor. Das gilt aber nicht als Technikkarte, oder? Oder doch? Probieren wir es mal aus, würde ich sagen. Moment, 1, 2, 3, 4 und das kostet gar nichts. Okay, dann haben wir. Ja, okay. Dann probieren wir es einfach mal aus, würde ich sagen.
Doch, es gilt als Technikarte. Okay, Technical Jig Berserker. Dann spielen wir jetzt als nächstes. Ich glaube. Genau, wir spielen als nächstes. I guess wir spielen einfach Taunt. Taunt, Flurry of. Oh, wait, Flurry Strike sollten wir als letztes sogar spielen. Next Strike, you play this turn, play twice. Und wie wir gelernt haben, ist das ja auch eine Strike-Karte. Ne? Nevermind, wir spielen. Also, wir spielen Taunt. Und bleiben Berserker-Modus. Jetzt spielen wir den Strike. Für Vigor. Also für noch mehr Vigor und ein bisschen Damage. Jetzt spielen wir Flurry of Strikes. Würde ich sagen. Ja. Gehen den Effekt davon. Switchen jetzt in den Defensive-Modus für noch mehr Vigor. Jetzt finishen wir. Müssen wir finishen? Oder ich finish vielleicht immer nicht, weil ich krieg dadurch eh nur Block. Finishen wir einfach mal nicht. Und ich würde sagen, jetzt spielen wir die Karte und dealen insgesamt, ich glaube, 104 Damage. Wenn mich gar nicht alles täuscht, ist das richtig? Ah, nicht ganz. Das ist wegen Dinges. Wegen Vigor. Vigor wird anscheinend nur einmal applied. Okay, macht Sinn. Aber trotzdem. Beinahe 100 Punkte Damage. Ja, der Charakter ist einfach ganz nett und ziemlich stark, aber man muss bei dem Charakter beim Champ teilweise schon relativ lange überlegen, in welcher Reihenfolge man welche Karte spielt, weil das ist dann doch teilweise ziemlich wichtig mit den Stances. Okay, es kostet 5 Energie hier. Devastate. Deal 24 Damage, costs 1 less Energy for each Finisher played this combat. Und selber ist es auch ein Finisher. Klingt interesting. I'm tempted. I'm indeed tempted, diese Karte vielleicht sogar mitzunehmen. Face Slap. 11 Damage twice if enemies vulnerable. Berserker Combo, apply 3 vulnerable. Okay. Defensive Shout, enter defensive, gain 5 counter, draw a card. Und Technik hat die Karte auch. Ja, wir brauchen ja eigentlich viele Technikkarten. Und, ist die Karte gut? Aber das Ding ist, sie gibt einem keinen Block, die gibt einem nur Counter. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Block, actually. Ich meine, die Karte wird halt auf ziemlich Gamebreak nicht stark eigentlich. Ich meine, das ist ein Finisher und sie dient viel Damage und sie kostet früher oder später quasi null Energie. Und wir könnten sie so oder so jederzeit spielen, quasi. Nehmen wir Devastate mit, vielleicht sogar. Ich glaube, wir nehmen Devastate sogar mit. Ja, wir nehmen die Karte mit. Ich glaube, die ist dann doch ziemlich gut. Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Karte ganz gut ist. Denn jetzt haben wir so ein Deck. Wir bräuchten noch Strikes am besten ein paar. Oder nochmal Iron Fortress. Die Karte mag ich auch sehr gerne. Crown Rank. Deal 7 Damage. Doesn't cost 0. Return to your hand. Next turn cost 0 until play it. Enter Defensive. Gain 6 Block. Berserker Combo. Gain Block equal to your Vigor. Okay, das ist auch ganz nett. Um ehrlich zu sein. Maybe. Aber ich muss sagen, Iron Fortress ist, glaube ich, eher der Move. Dexterity plus Free Block jeden Zug ist halt, can't really turn that down. Elite Combat with 2 Strength, okay. Ignore Paths, okay. Whenever you rest, okay. Das sind auch nicht so die Ultra Relics. Da wird vor allem, das ist auch sehr teuer. Und das ist irgendwie die 143 Seelen auch nicht wert, weil wir brauchen nur 100 Seelen. Ich bin gerade überlegen, also ich glaube, Iron Fortress ist eigentlich schon mal fast schon Insta-Pick. Die Karte ist einfach zu gut, um sie nicht mitzunehmen. Backstep ist die Frage, ob ich Backstep mitnehmen will. Ah, es ist keine Technikkarte, ne? Das ist nur eine Kombo-Karte. Wenn ich sie upgrade, für den Block kriege ich? Oh, dann ist sie free. Aber wir haben eh relativ viel Energy, deswegen. Boss Guardian requires 10 or more Block, deal 4 Damage to all enemies for. Nee. Das lohnt sich mir überhaupt nicht irgendwie, ich weiß nicht. Quick Study. Okay, das ist eine random Bosskarte. Also ich habe off-camera mittlerweile gesehen, dass es schon mal mindestens eine Bosskarte gibt, die nice ist. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, aber da gab es irgendwie eine, die war auf jeden Fall ganz nice. Aber generell muss ich sagen, die Bosskarten finde ich jetzt auch nicht so convincing in diesem Mod. Grundsätzlich, ich glaube, das war's. Ich glaube, den Rest werde ich jetzt hier nicht mehr nehmen. Backstep ist zwar interessant, aber ich brauche, glaube ich, mainly Technikkarten, sage ich nur noch. Möglichst viele Technikkarten, um unsere ultra-super-duper-Finisher-Karte schnell hochleveln zu können. Deswegen, ich glaube. Das passt soweit. Steel Edge gibt uns gleich schon jede Menge Block, theoretisch gesehen zumindest. Praktisch gesehen könnte ich das natürlich auch nutzen für offensive Capabilities hier. Ich würde sagen, das machen wir auch einfach mal. 4 Energy haben wir noch. Wir taunten und gehen in die Berserker Stance. Kann ich steuern, wenn ich angreife damit? Ja, genau. Deal 12 Damage X Times. Dann nehmen wir noch Iron Fortress. Und merken, dass wir gar keinen Finisher haben, weil ich bräuchte viel zu viel Energy, um damit jemanden zu töten. Okay, ich werde den Combat nochmal restarten, weil ich gerade und von persönlicher Blödheit gerade erst viel zu spät gemerkt habe, dass wir nicht genug Energie haben, um die überhaupt alle zu finishen.
Okay, ich hatte irgendwie in meinem Kopf, macht diese Karte, weil diese Karte eben gerade ein Insta-Kill hätte, die Steel-Edge-Karte. Ist sie aber gar nicht, deswegen werden wir jetzt einfach taunten und im Defensive-Modus bleiben. Dann spielen wir noch Iron Fortress und werden jetzt einfach, ja, Block spammen, würde ich sagen. Reicht das? Ich hoffe mal sehr, dass es gut ist. Ja, okay, 21 Block, nur mal, das reicht auf jeden Fall. Soweit, so gut. Okay, wir müssten den jetzt, glaube ich, killen eigentlich. Das würde sich anbieten, ihn zu killen. Gain 8 Block, Gain 4 Counter. Welche Reihenfolge spielen wir das jetzt hier? Die 6 Damage, die 6 Damage, die 4 Damage 2 Times. Also spielen wir jetzt, glaube ich, erst Flurry of Strikes. Würde ich sagen, auf den hier hinten. Ja. Dann Rapid Strikes. Auf den hier zweimal. Dann Strike for Free. 24 Damage ist halt eigentlich fast schon genug, um den hier vorne auch zu töten, ne? Aber der wird sich, glaube ich, selber finishen. Ja, der da vorne finisht sich gleich selber. Mehr oder weniger. Der finisht sich nur selber, wenn ich ihm nachhalte, actually. Wait. Ich glaube, ich hätte da, das hätte ich, glaube ich, besser spielen können. Ich glaube, ich hätte den hier schon killen können. Also mit Hilfe von Counter. Jetzt, oder behalten wir Murder Strike erstmal auf der Hand? Sogar einfach. Wir killen den trotzdem einfach mal mit Counter und nehmen einfach ein bisschen Damage. Komm, ein bisschen Damage können wir nehmen. Das passt schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das. Ah, ich habe vergessen, dass wir Gremlin Horn haben. Okay, damit. Gut, damit hätten sich die Dinge jetzt einfach hier nochmal. Der hätte die Lage eventuell nochmal geändert. Das habe ich ein bisschen anklingen gespielt, glaube ich. Aber es passt schon. Erstmal switchen, jetzt wird die Stance in die Berserker Stance. Das wäre ganz nett. Und merken, dass ich gerade wieder einen Fehler gemacht habe, weil ich jetzt hier zweimal hätte finishen können. Ja. So ist das halt. Okay. Würde ich sagen, finishen wir den hier erstmal weg, damit der nicht explodiert. Und spielen dann Iron Fortress Plus nochmal. Und dann spielen wir jetzt einfach nochmal Defend. Und dann passt es soweit. Ja, den Combat habe ich jetzt generell irgendwie relativ anklingend gespielt. Zumindest. It certainly feels like it. So, Focus Defensive. Und Guard für Block. Dann haben wir schon mal 20 Punkte Block. Gut Punch. Und jetzt würde ich sagen, Moment of Truth. Ja. Wind up, Berserker. Bring it on für noch mehr Strength und noch mehr Counter. Und dann kloppen wir nochmal drauf mit dem Strike. So weit, so gut. Ja, die Karte ist halt auch. Die ist halt gut, ne? Before time enter stance, each turn gain 2 energy and draw 2 cards. Das Problem ist, dass ich es eigentlich nie schaffe, so oft Stance zu ändern und zu exiten. Mit Schatz zu fangen. Gehen wir auch mal into play die Karte und dann mehr Karten ziehen. Achso, ja, stimmt. Die Technikkarten bringen mir natürlich herzlich wenig, wenn ich in keiner Stance bin. Auch das habe ich gerade wieder vergessen. Wind up, Fetch a Finisher. Stimmt, ich darf ja sogar wählen. Ah, wir nehmen Devastate. Wir nehmen unsere neue Devastate-Karte einfach, würde ich sagen. Und devastaten den Freund hier einfach. Und dann war's das. Strategy Potion. Choose one of two cards which enter a stance that you. Ich glaube, wir schmeißen mal eine von unseren Counter-Potions weg und nehmen die mal mit, weil die ist Situation vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Deathblow plus 25 Damage to all enemies gain 25 Vigor, Fatigue 10. Okay. Nehmen wir nochmal Bring It On mit? Ich weiß nicht. Ich mag Bring It On, muss ich sagen. Die Karte ist gut, aber ich glaube, einmal reicht es mir im Deck. Und Defensive Shout ist auch nicht so dermaßen gut, weil sie mir halt keinen Actual Block gibt, sondern nur Counter. So, that's the thing. Wir könnten jetzt hier die Warp Tongs mitnehmen. That sounds rather neat, vor allem weil direkt danach ein Shop hier kommt. Ja, ich wäre geneigt, das zu tun. Die Frage ist nur, ob sich der Pfad hier überhaupt lohnt. Oder ob der andere Pfad vielleicht um einiges besser ist. Mal sehen, Resting Side oder halt Elite und dann. Nee. Also Resting Side, Resting Side. Resting Side oder Shop. Okay, oder aber wir nehmen Shop. Elite. Elite Resting Side oder Resting Side. Ja, ich glaube, das lohnt sich. Ich glaube, wir nehmen die Tonks hier mit. Wir nehmen die Warp Tonks hier mit bei der Ominous Forge. Welche Karte können wir upgraden? Wir müssen eine einzelne Karte upgraden wollen würden. Ne, wisst ihr was? Hier gibt zu viele Upgrade. Wir haben zu viele Upgrade-Targets in unserem Deck. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, hier einfach die Warp Tonks mitzunehmen. Du decided to see if you can find any pursuits, blablabla. Covered Relic, Sharp Pain. Ja, okay, Leaf. Ist halt ein Vanilla-Event, ne? Wie ich schon mal gesagt habe. Die Vanilla-Events werde ich jetzt hier an der Stelle nicht mehr vorlesen. In meinen Mod-Runs. Ich werde nur noch die Non-Vanilla
die Non-Vanilla-Texte vorlesen. Also die neuen Events quasi. So, ja, Bring It On würde ich sagen. Und ein perfektes Strike hinterher. Dancing Master, Moment of Truth, Murder Strike. Okay, fangen wir an mit Wind Up, Berserker wahrscheinlich. 6x5 Block, ne? Das ist auch einiges. Aber ich glaube, wir nehmen trotzdem Berserker. Wir wollen ihn ja langsam mal töten, ja? Berserker Stance. Nehmen wir Devastate vielleicht sogar? Ja, wir könnten Devastate nehmen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir das tun wollen. Und ich glaube, die Antwort lautet ja. Das finden wir einfach einmal. Und es devastaten wir, würde ich sagen. Und spielen hier den Big Boy Damage. Soweit so gut. Jetzt sehen wir ein bisschen Damage leider. Aber das ist ja so quasi geplant gewesen. So, wir können jetzt taunten und dann Stance dancen für eine Combo. Für eine nice offensive Combo. Mit Rapid Strikes könnten wir gleich Murder Strike for free kriegen. Berserker, Precise Thrust für extra Damage. That's quite nice. Ja, machen wir das erstmal, würde ich sagen. So. Jetzt spielen wir Rapid Strikes. Defenden, würde ich sagen. Ja, um Murder Strike zu upgraden. 35 Damage ist jetzt schon. Und gehen jetzt nochmal ein Strength. Damit dürfte man das gleich sogar schon 7 als Damage stehlen. Okay. Ah, eventuell hätte ich jetzt den Pinter nicht spielen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade der Move war oder nicht. Ah, das war glaube ich leider nicht der Move. Doch, halt. Wir kommen mit Gut Punch oder so in den Berserker-Modus wieder rein, ne? Ja, kommen wir. Kommen wir, sehr gut. Okay, dann Gut Punchen wir. Jetzt muss ich gut überlegen, wie wir das hier machen. Wir Gut Punchen. Ich glaube nämlich, wir haben ein bisschen Liefe. Jetzt spielen wir Technical Jig. Ich glaube, Executen können wir nicht mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Execute ist, glaube ich, nicht mehr drin. Wir striken noch einmal und damit... Ja, damit haben wir Liefel. Perfekt. Damit haben wir Liefel. Passt doch. So, 617 Souls haben wir jetzt. Das ist eine ganze Menge. Ignore Pain. Fatigue 5 HP cannot be reduced until your next turn. Choose a stance to enter... Wind Up. Das Ding ist, Wind Up gefällt mir auch gut, die Karte. Ich wäre geneigt, nochmal Wind Up mitzunehmen. Vielleicht. Das ist halt, ich meine, Fatigue, Lose HP, Restore, Fatigue, HP, End of Combat ist halt auch nicht schlecht, der Effekt. Vor allem, considering, dass man damit dann quasi, das ist quasi, ich habe gerade vergessen, wie der Effekt im Spieler heißt. Halt dieser Effekt, dass man keinen Damage nehmen kann. Oder halt irgendwie nur ein HP Damage nimmt, aber in diesem Fall halt gar kein Damage. Ignore Pain, Man könnte überlegen, das auch mitzunehmen. Arguably. Aber ich glaube... Ich glaube, das hier, das Wind-Up ist, glaube ich, der bessere Move tatsächlich. Oft Finisher ziehen und finishen und dann wieder den nächsten Finish und so weiter. Das ist halt, ich glaube, das ist das ist der Move, glaube ich. Ich könnte nochmal Iron Fortress mitnehmen, aber ich glaube, mittlerweile haben wir zu viele Iron Fortresses im Deck. Ich glaube, 3 Iron Fortresses reichen, um ehrlich zu sein. Vor allem, da wir jetzt noch, wir müssen noch den breaken, den einen Stein. Das kostet immer 100 oder 150 Souls. Ich weiß gar nicht genau, was das für eine Karte. Deal 26 damage to all enemies. At the start of your turn, next turn, lose 1 energy. Okay. Kann man das verbessern? Das ist irgendwie das. Nee, okay. Energiekosten. Die indirekten Energiekosten bleiben. Hold firm. Gain 1 Blur. Oh, wait. Gain 1 Blur und es ist keine exhaustende Karte. That's interesting. That is rather interesting. I'm considering this card. Gut Punch ist natürlich auch nicht schlecht, nochmal einen Gut Punch mitnehmen zu können, eventuell. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Whenever you interest, side start next come with two. Wir können überlegen, wie nützlich Orange Palette ist für uns. Vor allem beim Final Boss Fight. Wie viel Power? Wir haben genug Power, ne? Wir hätten eigentlich genug Power. Ich glaube, Orange Palette wäre schon worth eigentlich. Nehmen wir nochmal Iron Fortress mit dann vielleicht sogar. Dann doch vielleicht. Weil der Dexterity Spam ist halt schon, der ist schon real, ne? Aber es kostet auch viel Energy. Das gibt halt auch Counter, ne? Block und Counter? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, den Potion Mail brauchen wir nicht.
Evil within 10 damage, gain 10 block at a random boss card to your hand, it costs your rental plate. Ha. Ich glaube, wir nehmen Pellets, Hold Firm und Iron Fortress sogar mit. Das ist, glaube ich, der Move hier. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ich hoffe jetzt echt mal, dass es kein Fehler war. Ich weiß nicht, es ist viel zu lange im Stake, hier drei Sachen zu holen, anstatt irgendwie. Aber wir haben 600, ich meine, wir hätten 600 Souls. Ne? Was willst du machen? Das ist schon eine Menge an Souls. Ich hoffe jetzt mal inständig, dass es hier kein Fehler war, die Karten alle mitzunehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viele Iron Fortress Karten, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist wie die Footworks Karten mit Zahlen zum Beispiel. Das ist einfach eine Karte, davon kannst du eigentlich nicht zu viele haben. I'm guessing, I'm hoping. So. Wir sind ein Berserker. Das heißt, was wir jetzt also machen werden, ist... Wir spielen Moment of Truth. Halt, Third Time Interstance. Wir spielen Dancing Master. Wir spielen Moment of Truth. Ja. Flurry of Strikes, okay. Wir spielen Wind Up. Gehen wieder in die Berserker Stance? Question mark. Muss ich gut nachdenken. Wir werden Block brauchen, glaube ich. Frage ist, wie dringend werden wir Block brauchen, ne? Das ist jetzt hier die Frage. Wie viel Block brauchen wir gleich? Gain 12 Block. Wie viel Damage macht Execute? Strikes habe ich auch. Vielleicht gehen wir sogar in die Defensive Stance, actually. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen Block brauchen. Oh, Devastaten können wir auch, ne? Oh, wir könnten Devastaten nehmen. Wir Devastaten einfach. Das ist der Move. Wir Devastaten den hier. Und dann passt das. Oh, Murder Strike. Ja, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich doch gerade ganz vergessen. Und jetzt kriegen wir. Also, dass wir jetzt hier noch eine Karte ziehen, weil ich den Gegner gekillt habe wegen Gremlin Horn. Das ist auch so ein Effekt, den vergesse ich immer wieder mal ganz gerne. Dass ich das Relic habe. Oder wenn ich das Relic habe, vergesse ich ganz gerne mal, dass es halt diesen Effekt hat. Der dann doch ganz nützlich ist. Oh, wird Murder Strike geupgradet, obwohl der Technik-Effekt selber nicht getriggert wird? Reicht es, eine Technik-Karte zu spielen? Okay, interesting. Did not know about that. Ich glaube nämlich schon. That is rather interesting indeed. Stance Dance. Ja, wir brauchen ein bisschen Block, diesen Zug. Kann ich euch schon mal verraten. Deswegen werden wir jetzt hier Stance Dance in die defensive Stance. Enter Defensive. Jetzt werden wir Skillful Dodge erstmal spielen, um die Karte zu upgraden. Technical Jig, um Murder Strike zu upgraden, würde ich sagen. Iron Fortress und dann Steel Edge, maybe? Ich weiß nicht. Oder direkt Steel Edge ist die Frage. Wir kriegen 13 Block mal 3 jetzt gerade. Das wäre genug, um es zu überleben, glaube ich. Oder wär's das überhaupt? I'm thinking about this right now. Let me think about this. Wir kriegen nur 3 Block mehr, weil das nicht die upgraded Variante der Karte ist. That's a thing. Also wir kriegen 3 Block und werden wir 8 Block plus nochmal irgendwie 15 oder so. Was auf keinen Fall genug ist. 13 mal 3 macht 6. Mit dem 13 mal 3 blocke ich quasi die beiden Instanzen hier ab. Und dann die Instanz nochmal so halb. Ah. Ja, das ist einiges an Damage, was gleich auf mich zukommt. Muss ich ganz offen ehrlich zugeben. Vielleicht nutzen wir mal die Counter-Portion hier. Weil ich glaube, die wird vielleicht den hier erstmal instantly killen, wenn er mich angreift. Also ich werde den Damage schon nur abkriegen, aber dann wird er schon mal tot sein. Wir targeten mal den hier hinten, aber ist eigentlich egal, welchen ich von denen targete. Machen wir das mal so. Wir werden jetzt leider Damage nehmen. Also das wird unweigerlich jetzt passieren. Oh, der hat sich auch gekillt. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Achso, ja, stimmt. Nein, der stirbt ja automatisch. Aber ich glaube, ich habe den Kill quasi angerechnet gekriegt vom Spiel. So, that's good. Wir fangen mal an mit Gut Punch, würde ich sagen. Wenn aber Gut Punch quasi free ist. Einfach nur darum schon alleine. So, wir haben jetzt Taunt. Wir haben den Finisher auf der Hand. Wir haben so viele Karten hier auf der Hand. Jetzt haben wir Finishen einfach erstmal. Ja. Finishen erstmal, dann taunten wir. Und dann haben wir Berserker. Ich würde gerne noch Iron Fortress spielen eigentlich. Ich glaube, ich werde actually nicht angreifen. Wir spielen einfach Iron Fortress, um noch ein bisschen mehr Block zu establishen. Und dann spielen wir noch einmal den Defend hier. Ah, ich habe keine Combo-Karte gespielt. Ich wollte gerade sagen, dann triggern wir hier den Effekt von, wo haben wir es? Vom Gladiators Manual. Aber leider habe ich keine Combo-Karte gespielt in diesem Zug. Das heißt, actually haben wir den Effekt auch nicht getriggert. Aus Versehen. Aber it's fine. It's okay. It's all good. Wir haben jetzt ein nice Setup, nehme ich schon mal. Erstmal werden wir jetzt Hold Firm spielen, um jede Menge Block zu farmen. Ja.
Gladiator Form könnte ich spielen. Sollte ich vielleicht sogar spielen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal den da finishen. Deswegen machen wir das erstmal, würde ich sagen. Stimmt, wir kriegen jetzt eher eine Energie wieder, weil ich ihn gefinisht habe. Können wir also Gladiator Form trotzdem spielen. Murder Strike macht wieder 39 Damage. Und hiermit können wir auch nochmal einen Technik-Effekt triggern. That's also rather nice. Ich finde überraschend, dass Murder Strike noch gar nicht geupgradet wurde bis jetzt. Oh, Pain. Eieiei. This one HP whenever you play another card. Ja. 31 Damage. Ich kriege aber 6 Block. 12 Block, wenn ich die Karte ziehe, spiele. Eventuell spiele ich 3 Karten. Einen Fortress, Windup und dann. Ah, wir haben kein Kartendeck, ne? Uff. Dann spiele ich nur Iron Fortress, actually. Ich spiele nur Iron Fortress, um ein bisschen Block dazu zu kriegen. Und ansonsten leider gar nichts. Und wir nehmen jetzt noch ein bisschen Damage vom Gegner, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier Windup spiele, werde ich keinen Finisher fetchen können. Sprich, ich werde hier die Finisher-Karte, die mir noch Block geben könnte, kann ich da nicht fetchen. Wir nehmen also einfach die 2 Damage hier ins Gesicht, dann passt es. Dann passt das. Also leider. Nutzt ihr das als Setup-Turn oder nutzt ihr das als Damage-Turn? Das ist hier die Frage. Ich hoffe, wir setupen mal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, es passt schon. Ja, das passt schon, ne? Ich würde sagen, es passt schon. Wir setupen einfach hier maximalen Overblock. Ich glaube, wir kriegen jetzt jeden Block, also jeden Zug, den wir nicht attackt werden, kriegen wir, fahren wir einfach Blockpunkte, weil wir jetzt 21 Block dazu kriegen und wir verlieren nur 15 am Ende vom Zug wegen Calipers. So, that's rather nice. Skillful Dodge, wir sind auch gerade im Defense, Defensive Mode, so that's also nice. Wind up, Berserker, please. Wir nehmen Devastate, oder? Komm, wir nehmen Devastate. Ich glaube, wir nehmen Devastate. Es ist zwar noch relativ teuer, aber ich glaube, wir nehmen trotzdem Devastate. Wir greifen tatsächlich den Bossgegner selber an mit Devastate. Ah, ich habe Pain gezogen, das ist annoying. Egal, jetzt Devastate mit den hinten. Ist es schon Zeit für Murder Strike? Nein, ist es noch nicht. Okay. Es ist aber leider Zeit zu taunten, glaube ich. Es kostet mir nur 1 HP, ne? Ist die Frage, ob das... Ja, komm, es ist trotzdem Zeit zu taunten. Um zurück im Berserker zu kommen. Ich glaube, die HP-Kosten haben es dann doch gelohnt trotzdem. 50 Damage, oder 50 Damage sind wir jetzt mittlerweile schon. Okay, und jetzt ist es Zeit, den Spaß zu beenden, würde ich sagen. Ja, es ist, die Zeit zu kommen. Meine lieben Freunde, die Zeit zu kommen. Rapid Strikes. Flurry of Strikes, um Murder Strikes zu verdoppeln. Und damit ist jetzt hier Schicht im Schacht. Und tschüss. Also Murder Strikes zu nehmen war auf jeden Fall schon mal der richtige Move, würde ich sagen. Oh, 3 Damage am Anfang von dem Zug. It's alright, I guess. Kann schon mal nicht schaden, das Relic zu haben. Deal 7 Damage. Play this card twice, with last played card, was a technique. Okay. Kann man uns also auch nutzen, um Technik zu farmen. Sword Throw, die Karte konzentriere ich mal gar nicht. Das ist nur, wenn er schon weak ist, dass man die nutzen kann. Das ist auch so, so eine R-Karte. Die ist auch nicht so mega krass, die Karte hier. Unless Berserker Combo, you can't attack next turn, which I. Not a big fan of that one. Bin überlegen, ob wir die hier mitnehmen. Die 10 Damage. Also quasi, wenn man eine Technik-Karte spielt und dann diese Karte hinterher, dann sieht man quasi 20 Damage in der Karte und Technik noch zweimal. Which that's interesting. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Die ist, die gefällt mir, muss ich sagen. Weil wir müssen ja Technik-Stacks farmen für Murder Strike, um das effektiv zu upgraden und mit dem Final Boss damit quasi one-shotten können. Bottle Lightning, upon Pickup, choose a skill, start each combat with that card. Tja, ist jetzt eine Frage, ne? Das ist mal wieder so eine Frage hier, wo ich mir gar nicht so ganz sicher bin. Welchen Skill wir da nehmen? Welche Karte macht da Sinn, ist jetzt die Frage. Ich glaube, Stance Dance macht sogar Sinn. Maybe. Oder Windup. Ich glaube, mit Windup haben wir viele Draw Targets. Stance Dance gibt mir halt eine random Combo-Karte, aber ich glaube, Windup ist halt, hat halt quasi alle Finisher als Draw Targets. Ja, ich glaube, das ist der Move. Wir nehmen Windup und haben dann quasi mit Hilfe von Windup haben wir so einen Pocket-Finisher und können selber auswählen, welcher für die Situation gerade am angemessensten ist. Das klingt nach einer Idee. Wir nehmen den nächsten Elite-Fight ja natürlich auch nochmal, würde ich sagen. Oh, der Elite, okay. Wir ziehen Pain direkt wieder. Habe ich gerade im Shop vergessen, Pain zu verkaufen? Ich bin so doof. Ich bin maximal dämlich. Fällt mir gerade mal auf. Wir hatten vorhin einen Shop und ich habe vergessen, Pain zu verkaufen. How did that happen? Oh mein Gott. How did I get into this position? Wow, that was not very smart. That was not very smart indeed. Okay, 7x3. Zwölf plus 6 macht 18. Was noch nicht genug ist, müssen wir nochmal defenden. Ah, das tut so weh. Meine persönliche Blöder tut so weh.
Okay. Circumvent. Gain einen Block. Defensive Combo, Gain Block equal to your Counter. Ich habe leider gerade keinen Counter. So, that is indeed a thing. Doch, habe ich wohl. Ich habe gleich wohl einen Counter. Ich habe gleich wohl Counter. Okay. Focus Defensive. Einen verschwinden wir natürlich auch. Und dann gehen wir Block equal zu unserem Counter. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, so, aber das ist doch wasted, weil der Gegner greift gar nicht an, aber wir haben ja Calipers. Deswegen, der Block geht, der läuft durchaus nicht ins Leere. Attacken kommen wir sowieso nicht wirklich. Der hatte gerade die Intangible. Genau, so, also das ist der Effekt, der nur ein AP damage nimmt. Intangible. Der Gegner hatte gerade Intangible. Technical Jig, klingt eine Idee. Farmen einfach mal ein bisschen Counter diesen Combat, würde ich sagen. Passt schon. Das hätte ich vielleicht zuerst spielen sollen. Das wäre irgendwo eine Idee gewesen, ja. In der Tat, das wäre eine Idee gewesen. Okay. Wieder das falsche Play Order hier gespielt. Aber im Nachhinein, wie hier allgemein bekannt ist, im Nachhinein ist man immer schlauer. Cut Punch steht noch eine Idee. Besonders, weil ich jetzt in Wind Up einen Fincher ziehen werde. Ich glaube, welchen ich jetzt hier ziehe, ist sogar fast schon egal. Actually will ich, glaube ich, Moment of Truth jetzt ziehen. Damit ich gleich den Attacking Move im besseren Zeitpunkt ziehe. Den Attacking Finisher. Ja, komm, farmen wir noch ganz schnell ein bisschen Damage, kann ich noch farmen, aber. Den Unterschied hat es jetzt auch nicht gemacht. Ich merke gerade, ich verliere gerade quasi keinen Block, wenn mein Gegner mich nicht angreift, wegen Calipers, weil ich genau 15 Blocke in Zug dazu kriege. So, that's rather nice. Wir haben leider keine Karte, um in einen Stance anzukommen. That's rather great indeed. Oder auch nicht, I guess. Ja, sieht mir sehr nach Iron Fortress into Flurry of Strikes und Strike aus. Und genau das machen wir jetzt auch. Strike plus Strike. Murder Strike kostet schon noch 2 Energy, aber macht nicht genug Damage. Deswegen warten wir da nochmal ein bisschen, bis wir die Karte actually nutzen werden. Ich muss ganz offen ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie wir diesen Combat noch wirklich verlieren sollen, aber sagt niemals nie, I guess. Old Firm macht, glaube ich, Sinn. Boah, 30 Block, das ist so viel Block. Also Block kriegen ist mit dem Deck, sobald man die ganzen, wie heißen die Karten gleich, sobald man die ganzen Iron Fortress Karten im Spiel hat, ist Block kriegen in diesem Deck echt nicht mehr schwer. Ja, und ansonsten würde ich sagen, spielen wir mal das hier, gefolgt von Defend, gefolgt von Rising Strike mal 2, I believe. Jawollo, das hat gut funktioniert. 44 Damage macht Murder Strike jetzt schon, aber nicht diesen Zug, logischerweise. Logischerweise nicht diesen Zug, denn, da hat er eh Intangible, das heißt, wir würden nur einen Damage machen. Nur einen Damage dealen. So, Taunt. Taunt Focus Defensive. Jetzt sagen wir Taunten einfach erstmal. Und Apply. Actually, wir spielen erstmal Focus Defensive. Danach taunten wir. Jawohl, Berserker, perfekt. Und spielen jetzt einfach Execute, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben Liefel. Wir haben höchstwahrscheinlich Level. Das sieht mir sehr Level aus. Ja, perfekt. Genauestens Level. Pennip, das ist auch eine nice Karte. Wenn wir das koordinieren mit dem Double Strike Ding. Also mit Flurry of Strikes plus Murder Strike plus Pennip ist wahrscheinlich relativ schnell GG und relativ schnell Level, falls wir da eine gute Kombination von denen kriegen. Shield Show. Gain 9 Block, die Damage equal to your Block. Alles Defensive. Combo, you can't gain block next turn. Das klingt ziemlich relativ dangerous. Gain 7 block, deal 7 damage, there's only one enemy, play this twice. Das ist gut für den Final Boss Fight. Das ist sogar sehr gut für den Final Boss Fight. I'm considering this card actually. 20 block, 20 damage geupgradet. Ist nicht schlecht für 2 Energy, aber ich glaube Circumvent gefällt mir sogar noch besser. Weil wir, glaube ich, ein relativ counter-farmiges Deck haben. Das heißt, hiermit können wir relativ easily auch an Block wieder rankommen. So, wir müssen jetzt leider diesen Pfad hier nehmen. Wir verpassen also eine Resting-Zeit, weil ich durch persönliche Blödheit vorher nicht zum Shop gegangen bin. Oder im Shop vergessen habe, die Curse zu verkaufen, die ich natürlich direkt wieder im ersten Zug ziehe. Fall natürlich. What else? Ja. Das sieht aus wie ein Combat, der eventuell lang genug ist, dass wir die Region Potion eigentlich mal spielen werden. Wir haben Wind-Up gezogen, ne? Also können mit Wind-Up einfach jetzt hier quasi Block out of thin air generieren. So, that's rather nice. Let's do that, I guess. Let's do that, ja. Müssen wir, glaube ich, leider. Defensive und wir nehmen Bring It On mit. Für Block, denn wir brauchen ein bisschen Block, sonst nehmen wir hier ein bisschen
So viel Damage und mehr werde ich diesen Zug nicht machen. Oder spielen wir noch Gladiator Form? Also, ich glaube, Gladiator Form ist zu gut, um es nicht zu spielen. Den Rest kann ich durchaus verzichten, aber Gladiator Form wollte ich dann doch schon ganz gerne noch setupen. Uns regenerieren wir in diesem Fight hier schon mal ein bisschen AP, sodass wir hoffentlich gleich nicht, nicht dingensen müssen. Ne? Nicht resten müssen. Vor dem nächsten Bossfight. Flurry of Strikes, Iron Fortress und Iron Fortress Hold Firm habe ich auch gezogen. Schwimmen wir die Iron Fortress, würde ich sagen, und Hold Firm. Um den Block zu maintainen hier. Oh, nehmen wir jetzt hier Damage. Wir nehmen Damage, ne? Bisschen zu wenig Block, aber it's fine. Wir haben, wie gesagt, die Regen Potion gespielt. Focus Defensive. Focus Defensive, Devastate hätte ich aktuell nur als Finisher. Moment of Truth haben wir auch noch, okay, sehr gut. Also wir spielen jetzt Focus Defensive. Mit Wind-Up ziehen wir gleich einen Finisher. Erstmal spiele ich jetzt Skillful Dodge als allererstes. 7 Block, 4 Counter. Mit Wind-Up, wir brauchen jetzt jede Menge Defense. Mit Wind-Up gehen wir jetzt in die Defensive Stand einfach wieder rein. Und nehmen jetzt hier, ich würde sagen, Execute vielleicht sogar. Ja, wir nehmen jetzt Execute. Mit Stance Dance würde ich jetzt gerne Combo kriegen. Oh, Circumvent, perfekt. Wie viel Counter habe ich gerade? 4 nur, okay. Egal, it's worth it. Und jetzt executen wir den hier, würde ich sagen. Und gehen noch mehr Block und damit haben wir 32 Block plus 6 Block. Das sollte genug sein. Eine Sache, von der man uns als YouTuber natürlich nie genug haben kann, sind Abonnenten. Sollte euch also mein Code gefallen, lasst mir natürlich lieben gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Das würde mich sehr freuen und auch sehr unterstützen. Deswegen, ja, lasst mir doch lieben gerne ein Abo da. Finde ich ganz wunderprächtig, falls ihr das tun könntet. Wir gehen in Berserker, würde ich sagen. Und dann passt das. 18 Block ist auch genug. Sehr gut. Aber ja, lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls mir Content gefällt. Das würde mich sehr freuen und auch sehr unterstützenieren und so. was machen wir jetzt hier Schönes? 5x2 ist weniger als 13x, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir devastaten hier vielleicht sogar einfach. Block kriegen wir genug, wenn wir einen von den beiden down kriegen. Das heißt, 13x4, 26, 52, ne? Ja. Das ist nicht genau Level auf den hier, das ist genau Level auf den hinteren. Mit seiner Level wir einfach den hier. Anstatt Devastate zu spielen, wir liefern einfach den Freund hier. Zack, 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 zack. Und er ist weg vom Fenster. Ach stimmt, wir kriegen eine Energy wieder. Das ist ja ganz erbaulich, dass wir hier eine Energy wieder kriegen. Dann würde ich auch gerade sagen, spielen wir noch Technical Jig. Dann passt das. Ja. Tatsächlich werden wir, glaube ich, diese Folge keinen Bossfight schaffen. Wir werden es bis zum Bossfight, glaube ich, nicht mehr schaffen. Ne, der ist noch so ewig weit entfernt. Also ich habe irgendwie, von wo haben wir angefangen? Irgendwie hier oben und wir sind gerade mal bis hierhin gekommen, weil dieser, das sieht man einfach auf dem Charakter, ja, der Charakter ist einfach, dieser Charakter ist einfach something else. Das ist einfach so complicated, mit dem hier die richtigen Plays zu finden. Das meint man gar nicht, aber es ist einfach so. Gut. Ich würde sagen, wir Moment of Truth einfach einmal. Wir spielen einfach einmal Moment of Truth. Kehren dann zurück mit Gut Punch in die Stunts, genau. Jetzt habe ich Murder Strike gezogen, sehr schön. Werden wir diesen Comet wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen, weil es ist ja 9x2, haben wir genug Block? Ja, wir haben genug Block. Muss ja gar nichts machen, außer einfach zu attacken. Das passt also soweit alles schon. Ah. Das ist eine Sache. Ich würde es gerade bevorzugen, wenn ich irgendwie noch, halt, Counter. Moment, wir brauchen Counter. 6 Counter, ist das genug? Es ist ganz knapp nicht genug. Okay, wir spielen trotzdem die Karte für Counter. Aber wir haben leider ganz knapp zu wenig Counter, sodass wir den leider nicht mit Counter töten können. Doch! Aber der ist voll respawned. Ja. That's annoying. Okay. Können wir den Murder striken? Jawohl, können wir. Und tschüss. Wenn wir den Combat einfach so, würde ich sagen, dann passt das. Das geht natürlich auch. Nochmal Skill for Dodge. Ich glaube, einmal reicht die Karte. Flurry of Strikes kann man nochmal mitnehmen. Ja, müssen wir sogar. Wir müssen das mitnehmen. Also müssen nicht, aber das ist eine Strike-Karte und das ist sogar eine gute Strike-Karte. Und mit jeder Strike-Karte wird natürlich unser perfektes Strike gestrengthened. Deswegen macht es natürlich Sinn, das zu machen, actually. Da hätte ich gar nicht drüber nachdenken müssen. Das ist eigentlich ein Insta-Pick. Wir spenden nochmal 100 Souls und breaken den Ruby. Haben damit jetzt alle Keys gebreakt. Sehr gut. Und was upgraden wir jetzt? Rising Strike wäre eine Idee. Hold Firm wäre auch... Oh, definitiv eine Idee. Devastate wäre auch eine Idee. Ich glaube, Devastate vielleicht sogar.
Oder perfekte Strike. Wie viele Strikes haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist auch ein Strike. Und 9. Ich glaube 9, ne? 9 mal 2 macht 18. 9 mal 3 macht ein gut. Bisschen mehr, actually. Ha. Ja, doch, komm. Ich glaube, wir upgraden den perfekten Strike. Das macht am meisten Sinn, actually. Und das nächste Upgrade-Target wäre dann wahrscheinlich unser dicker Finisher. Der aktuell viel zu viel Energy, wollte ich gerade sagen. Also viel zu viel Energy kostet für den Damage, den er dealt. Zumindest. Die Energy-Kosten kann man eh reduzieren, aber den Damage kann man wiederum trotzdem nicht increasen. Kostet zwar weit Cardworks. Iron Fortress, Gladiator Form. Und jetzt Wind Up Berserker und jetzt irgendwas, was eine Energy kostet. Bring it on zum Beispiel. Ja, den Combat restart ich, weil ich gerade. Ich und Mathe sind anscheinend keine guten Freunde. Ich und simple Grundschulmathematik. 4 plus 4 plus 1 macht anscheinend 4. 2 plus 1 macht anscheinend 4. Apparently. Deswegen habe ich natürlich gerade den Finisher genommen, der mehr als 0 Energy kostet, weil natürlich macht den nur Sinn. Okay, machen wir es mal so. So, soweit so gut. Da kommt einiges an Damage und ich habe, glaube ich, gerade keine gute Möglichkeit, irgendwie einen Block zu. Doch, habe ich aber wohl. Why not? Wind up defensive und wir nehmen bitte Bring It On für noch mehr Block. Mit Gut Punch könnte ich jetzt natürlich hier 8 Block kriegen und Energy, aber wir brauchen Bring It On für 25 Block. Das ist, glaube ich, der smartere Player, der bessere Player. Gut Punch. Flurry of Strikes. Und Strike. Und Rising Strike. I'll take that. Für Unmengen an Energy. Und zu guter Letzt Skillful Dodge, würde ich sagen. Und Murder Strike kostet auch schon noch 1 Energy, also. Das war schon mal eine ganz nice Kombo jetzt sogar an der Stelle. Genug Block haben wir auch. Sauber. Perfekter Strike dealt 41 Damage. Plus Murder Strike. Ja, das ist Liefel. Da ist unsere Kombo auf jeden Fall. So langsam läuft es in dem Deck hier. Fruit Juice, sehr schön. Drink. Und wir adden jetzt noch eine Karte. Und zwar, vielleicht adden wir auch keine Karte. Ich weiß noch nicht genau. Berserker Combo ist Karte. Ja, das ist halt auch eine interessante Karte. Ne? Wenn man die oft im Berserker Modus nutzt, dann wird die halt nach einer Zeit extrem stark. Aber ich glaube, die Combo nicht ganz so gut mit unserem Deck aktuell wie diverse andere Karten. Game Block Equal to your Vigor, Enter Defensive, Gain 6 Block. Ja, könnte man überlegen, aber ich glaube. Ich glaube, I'm good. Ja, we're good. Ich meine, wir könnten Refreshment nennen, ne? Aber man muss halt in Berserker sein, um den Energy-Effekt davon actually nutzen zu können. Was der Effekt wäre, der mich am meisten interessieren würde. So, jetzt dran denken. Als allererstes. Card Removal Service. Wir entfernen jetzt erstmal unsere Curse, bitte. Vielen Dank. So. Study with Spy. A random upgrade. Boss card to your hand at the start of your next three turns. We cost zero. Okay, interesting. Aber das ist actually dangerous, weil ich weiß nicht, die Bosskarten finde ich nicht so gut, wie gesagt. Deswegen, nee. Nee. Steel Edge könnte man auch nochmal überlegen mitzunehmen. Deal 18 Damage, perform 3 times Technique. Okay. Perform 4 times sogar geupgradet. Könnte man überlegen, was haben wir hier? Momori. Back of Preparation könnte man überlegen. Kostet aber auch 149, wir haben nur noch 226. Souls. Circumvent habe ich doch schon mitgenommen vorhin. Was haben wir hier? Fatigue 10, Gain 3 Strength. And Dexterity. Okay. Ich wäre gewillt, das zu machen, glaube ich, weil ich meine, 10 HP sind ein kleiner Preis, auch im Final Boss-Fight sind 10 HP ein kleiner Preis für 3 Strength und 3 Dexterity mehr, ne? Das ist einiges, eigentlich. Das ist jetzt die Frage, ob wir das machen wollen. Ganz ehrlich, ich glaube schon. Ja, wir machen das. Wir machen das. 3 Strength macht halt einen großen. Also der Grund, aus dem ich da gerade jetzt actually das. So, ich weiß nicht, 10 AP sind an sich jetzt auch, ist auch relativ viel. Aber der Grund, aus dem sich das mit dem Charakter lohnt, ist, dass wir viele Karten haben, die halt Multi-Hitten. Und ich glaube, Strength stackt extrem gut mit Multi-Hit-Effekten. Also ich meine logischerweise auch Steel Edge hier. Aber Steel Edge verbraucht halt pro Hit auch 1 Energy. Was ich aber meine, ist zum Beispiel, wo haben wir es hier? Das Deal 4 Damage 2 times. Ist halt, ne, quasi, wenn ich 1 Strength mehr habe, deal ich glaube ich 5 Damage 2 times. Also deal ich quasi für 1 Punkt Strength 2 Damage mehr, anstatt nur 1, wie es glaube ich sonst überall bei jedem anderen Effekt ist. Sprich, durch die 3 Strengths verdienen wir hier quasi 6 Damage mit mehr, anstatt nur 3, was einiges ist, actually.
Das stackt, glaube ich, ganz gut in unserem Deck. Und das bin ich gerade auch im Konzert, ob wir nochmal Steel Edge mitnehmen. Ich glaube, einmal Steel Edge reicht sogar. Ich glaube, einmal reicht Steel Edge im Deck, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Ich glaube, einmal reicht das. Weil zu oft will man diese Kombo-Karte auch nicht ziehen, weil wenn man, es nicht schafft, actually den Combo-Effekt auszukosten, weil man vielleicht gerade nicht im Defense- oder Offensive-Modus drin ist, dann hat man da auch nichts von. Ich würde sagen, wir nehmen noch den Back of Flip Preparation mit, um den Rest von unserem Geld auch noch auszugeben, und dann passt das. Und dann würde ich sagen, proceeden wir zu dem Combat hier und werden es an der Stelle actually callen, denn wir sind schon wieder bei einer 45 Minuten langen Folge angekommen und ich habe es in der Zeit einfach nicht bis zum Boss geschafft. Oder, okay, komm, den Combat machen wir noch. Den Combat machen wir noch. Den Combat werde ich jetzt noch machen, weil warum nicht? Aber danach denke ich, ist es an der Zeit, die heutige Folge zu beenden. Wir ziehen Moment of Truth. Ja, wir ziehen Moment of Truth. Gain Strength. Taunten. Gehen wieder in Berserker rein. Und Steel Edge den Gegner jetzt einfach weg vom Fenster. Damit hier kein Damage stehlen kann. Und switchen danach in Defense. Wir sind immer noch im Berserker, stimmt. Dann vielleicht nicht. Dann vielleicht nicht. Okay. Gut, so 41 Damage würde ich jetzt dealen. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten für ihn, denn ich kann mir 21 Block geben. Dann kann ich ihn für 12 damit hitten. Damit habe ich schon mehr als genug Block, aber ich stecke mal noch ein bisschen mehr Block rein und passt das. So, ja, den Comment machen wir noch, aber danach werde ich die Folge, wie gesagt, beenden, weil es schon so lang ist. Good Clean Fight. Wollen wir das nehmen oder wollen wir das nicht nehmen, ist eine gute Frage. Gut Punch würde kommen, wenn ich jetzt hier in Defensive gehen würde, aber ich glaube, ich riskiere lieber, dass ich einfach eine gute Kombo-Karte kriege. Ja, zum Beispiel 24 Damage. Damit dealt er schon mal effektiv quasi gar nichts mehr an Damage. Ne? Und hat schon mal gar nichts mehr zu melden. Iron Fortress hinterher oder vielleicht Strike Gut Punch einfach stattdessen. Aber Iron Fortress wird mir gleich einiges an Block geben noch, ne? 6 Block mehr. Ich habe eh schon genug Block, actually. Dann spielen wir einfach Iron Fortress und profitieren dann von dem Long-Term-Block-Effekt einfach. Gehen jetzt nochmal 8 Damage mit dem Strike. Und dann passt das. Aber ja, die Folge ist schon verdammt lang, deswegen würde ich sagen, werde ich jetzt nach diesem Fight dann actually erstmal beenden. Wind up, Berserker bitte. Und wir nehmen Execute mit. Warum auch nicht? Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch soweit schon mal ganz gut gefallen. Ich hatte wie immer sehr großen Spaß daran, sie aufzunehmen. Sage ich jetzt schon, obwohl ich halt die Folge noch gar nicht zu Ende aufgenommen habe. Oha, die Karte haben wir gerade dreimal gespielt. Aber ja, die Folge neigt sich ja gerade dem Ende zu, deswegen würde ich sagen, ich hatte wie immer sehr großen Spaß dran, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dran, sie anzusehen. Da kommt gerade einiges an Damage auf uns zu, aber ich glaube, mit der Strategy Potion können wir dafür sorgen, dass es gar kein Problem wird. Erinnert einfach Defensive. Hiermit. Skillful Dodgen. Defenden. Spielen Bring It On für jede Menge Block und Counter. Und jetzt einfach noch Flurry of Strikes hinterher. Und damit nehmen wir gerade mal 2 AP Damage und damit passt es dann auch. Sehr schön. Nevermind, wir nehmen gar kein Damage, weil wir ja noch den Effekt von der einen Powerkarte haben. Molotov applied 30 Soulburn. Okay, sure, I'll take it. Soulburn ist ja eigentlich jetzt nicht von dem Charakter ein Effekt, aber schon. Gain 5 Block, Berserker Combo, Play this twice. Technique. Könnte man überlegen, mitzunehmen. Oder aber die 20 Damage perform 4 times Technique. Ah, 4-mal Technique ist schon juicy, ne? Das ist schon. Das kann man überlegen. Ja, komm, ich nehme die Karte mal mit. 4-mal Technik ist juicy. Und wir nehmen natürlich das Fragezeichen hier als nächsten Part. Und bekommen aber trotzdem ein Combat hier an der Stelle. Aber wie gesagt, das wäre es dann für die heutige Folge. Die werde ich jetzt an der Stelle zum Beenden. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Lasst mir, wie bereits gesagt, falls euch mein Content gefällt, liebt gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf der Endcard könnt ihr euch einfach auf den nächsten Part klicken, da geht's dann direkt weiter. Aber damit wär's das von mir, also mit dem nächsten Part logischerweise. Macht Sinn, ne? Anyways, das wär's von mir für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quitt euch!